Meine Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres wohlmöglichen, sehr fulminanten Saisonabschluss vom Gewitterchasing 23. Nochmal zur Erinnerung, wir stehen jetzt an der B256 zwischen Kruft und Mendig. Und das blitzt in einer Tour mittlerweile. Richtig fette Erdblitze sind dabei, zicke, zacke, Hühnerkacke. Also fett schon ganz ordentlich. Die Dämmerung macht jetzt auch viel, viel sichtbar bei Blitzen. Die Wolkenstrukturen waren jetzt eh nicht der Knaller, da verpassen wir jetzt nichts. Aber das ist jetzt schon echt nicht schlecht. Jetzt blitzt es auch in Richtung Osten, also eigentlich überall, nur nicht über uns. In dem Moment donnert es über uns. Also hier stehen wir jetzt nicht allzu lange draußen. Aber wo müssten wir denn jetzt hinfahren, um... Ja, jetzt hat es auch bei Bendorf vor Grenzhausen. Also rund im gesamten Großraum Koblenz, kannst du sagen, ist das jetzt gerade am Eskalieren. Okay, die Entscheidung, wie lange wir hier stehen. Ja, der große Regen erreicht uns. Alles klar, wir müssen. Kann ich meine Weste auch wieder ausziehen? Ich habe dieses Gefühl, dass wir jetzt hier gleich kräftig gegrillt werden. Deswegen nix wie rein. Aber das ist schon... Na, wo ist er? Hier, so. Das ist schon echt nicht schlecht. So. Boah. So, Fadescher Käfig, 3, 2, 1, zu. Machen Sie jetzt mal erstmal ohne Stativ. Das Licht der Autos garniert das jetzt ein bisschen, aber wie gesagt, eine Autobahn wäre schlimmer. Vielleicht war da jetzt durch die Helligkeit oder durch die Einstrahlung noch eine Art von kleinem Deckel drauf, dass das jetzt eskaliert, sobald der Deckel weg ist. So, wir parken uns einmal um auf die gegenüberliegende Straßenseite. Da ist das Ganze nämlich eben. Hier stehen wir so ein bisschen schräg. Das machen wir jetzt mal eben und da guckt ihr dann wieder mit. Bumm, Junge! Sogar noch, ich zeige euch das mal eben, hier ist der Weg, ihr seht ja gar nichts, da versagt der Autofokus,
So, hier ist der Weg. Und hier ist noch so eine Einbuchtung vorher. So, und jetzt haben wir hier beste Sicht. Ah, die Kamera kommt mit der Dunkelheit jetzt nicht so klar. Deswegen ist es sofort immer wieder verschwommen. Das bitte ich natürlich nachzusehen. Alter, alles Erdblitze, ey. Junge, Junge, Junge. So, ich stehe jetzt zwischen Mendig und Kruft, habe mich noch mal ein Stück nach Osten verlagert. Ein Erdblitz nach dem anderen, ein richtiges Feuerwerk ist das. Richtig schön, ne? Einfach nur richtig schön. Sogar so schön, dass ich schon im Auto sitzen muss, weil ich sonst eventuell gegrillt werde. So. Jetzt will ich es nochmal mit dem Instagram-Beitrag nochmal probieren. Woll. So, ich habe unterdessen einmal den Akku gewechselt. Der große Regen ist jetzt über uns. Das heißt, rausgehen fällt jetzt aus. Aber es ist wirklich jetzt überall rundrum ist es am Blitzen. Da sind richtig ordentliche Dinger dabei, wie ihr seht. So, wir verschaffen uns jetzt nochmal einen Überblick über die Gesamtlage.
direkt über Koblenz ausgelöst. Lol. So, gucke mal hier. Wir sind jetzt hier mendig. Sind jetzt hier voll drin. Da kommt viel nach. Hier über Koblenz hat es jetzt auch voll ausgelöst. Und jetzt kommt das Ganze auch hier Richtung Bonn und Köln voran. Ah, das ist doch mal ordentlich. Regen ist uns hier jetzt erstmal gesichert. Der Punkt ist, wie gesagt, auf Mendig. Hier ist es zu Hause. Ha, es hat sich direkt über Koblenz gebildet, weil das da alles, das ist jetzt Koblenz eingestellt, auf Koblenz eingestellt, das war vorhin noch nicht. Geiloma 2000, ey. Herzlich willkommen. Und jetzt hat sich das Ganze auch, ist jetzt eine richtige Linie geworden, vom Niederschlag zumindest. Wir sind jetzt am südlichen Teil. Südliche Teile von Gewitterkomplexen sind halt nun mal immer stärker. Während das jetzt eher in Nordrhein-Westfalen, also im Südwesten von NRW jetzt eigentlich eher der Dauerregen ist, sind es halt in Rheinland-Pfalz diese Stärke-Rennzellen bis runter zum Saarland. Rhein-Main ist ein bisschen was, auch relativ stark. Wie blitzt das? Also mehr Darmstadt und Mainz als in Frankfurt, im Moment zumindest. Allerliebst, ey. Wow, jetzt sind wir eben im Starkregenbereich drin. Das ist auch so die größte Gefahr der Zellen heute. Da hinten gehen jetzt die Schranken runter am Lachgraben. Ja, das lassen wir jetzt über uns drüber ziehen. Wir fahren jetzt nicht irgendwo hin, das bringt nichts. Na, kriegen jetzt hier eine schöne Autowäsche. Können uns jetzt nebenbei noch einen Zug angucken. So aus der Ferne, 6:40 auf dem Weg nach Andernach. Wow, der war nah. Ich habe noch überlegt, ne? Gestern. Fährst du noch in die Waschanlage? Ach komm, lege drauf an. Regnet ja Dienstagabend. Jo, passt. Alter Schwede. Ja, und diese Starkregengefahr, ne, ist natürlich dadurch, dass es so relativ langsam zieht. Das heißt, es ist hier, geht jetzt eine Weile so. Ich werde mich hüten, hier wegzufahren. Aber der Bus fährt. Linie 300. Und jetzt ist hier auch keiner mehr auf der Straße am Rasen. Die fahren jetzt alle brav 70. Also hier ist aufgehoben in dem Bereich, aber brauchst ja jetzt nicht, kannst nicht mit 120 über die Landstraße fegen, wenn das so am Regnen ist. Gut, kannst du schon, wenn du lebensmüde bist. Ne? Also deswegen, wenn ihr durch Starkregen fahren müsst, egal ob mit Blitze oder ohne, weil es geht jetzt um den Regen,
Fahrt um Himmels Willen mit angepasster Geschwindigkeit, sonst geht das nicht gut. Na, ich möchte gleich auf dem Heimweg keine Unfälle sehen. Alter Schwede. Bumm, Junge. Warum schreiben einen eigentlich alle an, wenn es gewittert? Meint ihr denn, ich krieg das nicht mit? Bin doch dabei, ich bin noch draußen, ich filme doch, alles ist gut. Berg, ich höre mir deine ganzen Memos später an. Es ist Wahnsinn, was hier abgeht. Ich denke mal, bei dir ist es relativ ähnlich jetzt. Das ist jetzt eine geschlossene Gewitterlinie. Guck dir mal die Blitzkarte und die Regenkarte an, ey. Wie das jetzt explodiert ist. Alter Schwede. Ich höre mir deinen ganzen Krempel später an. Und wie sagt man? Stay safe. Na, schön mit dem Regenschirm den Fahrgästen die Tür aufmachen. So, die Temperatur ist zumindest mal in Koblenz jetzt auf 20 Grad schon abgekühlt. Was ist denn das für ein Streuselkuchen, ey? Daraus ist jetzt ja, alles klar. Ach ja, übrigens, Blitze 0 Kilometer. Ach was, das aber nicht. Freunde. Ein bisschen schwierig, wenn man nur zwei Hände hat. Selbst wenn mein Finger heißt. So, jetzt aber. Also, Entschuldigung. Also, wir sind hier mittendrin, haben auch hier relativ hohe Blitzzahlen. In Koblenz geht es jetzt auch los. Im Westerwald, ja, da hätten wir das jetzt auch. Ja, wäre auch gegangen. Jetzt geht das hier so ein bisschen Richtung Aachen, Düren, Köln hoch. Ja, wir können jetzt nicht jeden Blitz mehr draußen sehen. Dann wird uns das hier wahrscheinlich östlich verfehlen. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Wir sind ja hier bedient. Das hier alles sehen wir. Die Blitzzahlen sind auch relativ solide. Also die weißen Kästchen sind die aktuellen. Je rötlicher das Ganze, desto älter sind die Blitze. Dass man so den Verlauf des Gewitters verfolgen kann. Und ein so ein Kasten sind 5 Quadratkilometer. Und Anzahl der Blitze in 10 Minuten, Anzahl der Blitze doch in 10 Minuten sind in diesem Kästchen. Das heißt, wenn da nur eine 2 steht, wie jetzt hier, oder eine 3, dann ist relativ wenig los. Sieht man da eine 279 zum Beispiel? Oder jetzt hier, was wir jetzt sehen, 187, 183, dann geht es hier zu wie der Teufel, ne? Und ja, wir stehen hier ganz gut. Ja, die Straße ist da, das macht jetzt nichts. Und es ist jetzt ziemlich genau über uns. Vorlaufend immer mal wieder ein paar auslösen. In Frankfurt selber jetzt auch, wobei das Ding jetzt mehr hier zugrunde geht wegen ihmchen. Weiter im Süden ist es noch ruhig. Ja, hier die Alpenzelle ist mehr in Österreich mittlerweile als in Deutschland. Hier ein paar einzelne auslösen bei Ingolstadt. Ja. Alles entspannt. Ja, wir sind hier mittendrin, ne? Regen. Das ist das, was wir drin sind. Aber wir kommen hier bald aus dem Regen raus. Und dann werden wir auf jeden Fall uns nochmal nach draußen stellen. Zumindest ist das mal mein Plan. Vorlaufend jetzt hier auch im Westerwald. Regen, Regen, Regen. Richtung NRW dann hoch rein. Auch alles Regen. Das hemmt da so ein bisschen die Gewitterluft. Nimmt da so die Energie raus. Das heißt, da ist es jetzt tatsächlich dann nur Regen. Und die Show geht halt jetzt hier unten an dieser Linie von, ja, hier Landesgrenze quer durch Rheinland-Pfalz durch, hier runter bis nach, wobei das Saarland jetzt auch schon fast wieder raus ist.
So, da hast du hier ein bisschen was. Wie sieht es sonst aus? In Bavue ist weitestgehend Ruhe. Die kriegen morgen noch was. Dann ist es hier wieder ruhiger. Das ist schon gut. So, ja, ich habe eine McDonald's-App und eine Burger King-App hier drauf. Ich stehe dazu. So. In der Wettergruppe hier bei Telegram ist nichts los. Ich bin der Einzige anscheinend, der hier gerade Gewitter genießen darf. Wie geil. Sonst geht da, bei solchen Lagen ist da richtig Betrieb in dieser Gruppe. Und jetzt nichts. So, hier machen wir jetzt auch noch mal ein paar Videos und ihr dürft noch mal hier ein bisschen Scheinwerferlicht genießen. Und ja, ihr seid spätestens gleich wieder hier im Video dabei, wenn der Regen nachgelassen hat. Ja, es regnet, der Regen hat ein bisschen nachgelassen. Die Blitzrate hat jetzt deutlich zugenommen. Es feuert jetzt wirklich im Sekundentakt hier raus. Also wir kommen so langsam auf die Rückseite. Alter Schwede, ey. Ich würde ja gern rausgehen, aber es hat einen ganz kleinen Haken. Das ist ein bisschen lebensgefährlich. Ideal wäre es jetzt, sich mit dem PKW umzudrehen einmal, aber das wäre jetzt nicht so hilfreich, verkehrstechnisch. Wir halten jetzt mal mehr in Richtung Süden, müsste das sein, ja, aus dem Fenster raus. Schon geil. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber hier sieht man nicht mit dem Zoom. Auf jeden Fall scheint da das Regenende zu sein, weil da lockert, sieht es aus, als würde es auflockern. So, der Regen lässt jetzt nach. Wir haben es mittlerweile 20.50 Uhr. Also wir haben unseren ersten Platz vor fast einer Stunde schon verlassen. Und ja, wir sehen seit über einer Stunde nonstop Blitze. Vor allem so ein bisschen in diese Richtung jetzt. Die Luft wird gleich eine ganz andere sein, wenn wir aus dem Fahrzeug steigen. Leider ist gerade die Blitzortungs-App ausgefallen. Das tut die öfters, wenn so viel Betrieb ist, weil dann sehr viele Leute darauf zugreifen. Ist halt eine kostenfreie App. Dann geht die schon mal in die Knie.
Alter, hast du fette Crawler da dabei sind, ey. Alter Schwede. Schon gut. Da hinten kommt wieder Anzug. Bahnübergänge auf der Pellensbahn Hamburg-Regen auch schnell gerne an weg. ja. Aus der Richtung kommt auch noch was ein bisschen beim Blitzen. Das verunsichert mich, rauszugehen. Da ist 1648 auf dem Weg nach Kaisersesch. Jetzt flippt das Handy aus, weil er wieder eine Warnung über Nina bekommen hat. Aktualisierung. Amtliche Unwetterwarnung für Stadt Koblenz. Es treten Gewitter auf. Ach was? Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 Liter pro Quadratmeter und 40 Liter pro Quadratmeter pro Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h, Buffort 9, und Hagel mit Korngrößen um 2 cm. Hagel haben wir circa keinen gesehen, gell? Betroffene Gemeinden: Gemeinde Hardart, Gemeinde Urmitz, Stadt Koblenz, Gemeinde Karbach, Gemeinde Hungenroth, Gemeinde Utzenhain, habe ich alles nie gehört. Gut, Urmitz schon, Koblenz auch, aber jetzt so die kleinen Dinger. Gemeinde Straßenhaus, Stadt Boppert und Gemeinde Oberhonnefeld-Gierend. Aha. Herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst. Ja, Hauptsache, es wird gewarnt. Würde jetzt aber schon gern wissen, ob wir jetzt hier aus dem Gröbsten raus sind oder nicht. Also Mendig ist jetzt erstmal aus dem Niederschlag raus. Ne, hier vorne ist auch jetzt mit Blitzen nicht mehr viel. Jetzt gucken wir nach vorne raus. Da ist nicht mehr so viel. Das ist jetzt alles eher hinter uns. Können wir mal die Tür aufmachen. Boah, das blendet in den Augen, ne? Wie sieht's denn aus? Moment, warten wir noch. Weil einige doch noch relativ warm, relativ nah dran sind. Warm ist es jetzt nicht mehr. So, wir konnten jetzt endlich mal rausgehen. Es hat aufgehört zu regnen. Ja, und jetzt können wir einfach noch mal ein bisschen Blitze genießen.
Und ich glaube, dann ist einfach die beste Lösung, wenn ich jetzt die Klappe halte und ihr das einfach entspannt genießt. Blitzortung geht wieder, Leute. Update. So. Mendisch. In Koblenz blitzt es noch ein bisschen. Also es ist jetzt alles in die Richtung, die wir gucken. Und von hinten kommt jetzt nichts mehr nach. Im Süden sind noch ein paar Blitze, aber die ziehen nicht zu uns. Und das ist jetzt ein fetter, dicker Klops, ne? Alter Schwede, ey. Dabei ist jetzt rund um Köln wieder vorbei mit Blitzerei. Also was die Blitze angeht, sind wir gerade das Stärkste hier in ganz Deutschland. So hier von etwa, ja, etwa so Linz am Rhein, Remagen, südwärts, vielleicht noch bis Altenkirchen hoch, über den Großraum Koblenz, Rhein-Lahn-Kreis, das Mittelrheintal, Hunsrück runter, so bis fast Alzey runter. In dem Bereich ist es nur noch am Blitzen wie der Teufel. Und das ist genau das, was wir uns jetzt hier angucken. Einfach nur geil. Ab. Wenn sie hier mit Fernlicht rumfahren, so wie der Kandidat hier. Das ist okay. Dürfen sie. Es sind jetzt mittlerweile die Blitze wieder 10 Kilometer weg, diesmal Richtung Nordosten. Ab und zu blitzt es Richtung Süden mal was, aber das lohnt nicht wirklich dahin zu halten. Wir lassen das jetzt noch mal ein paar Minuten abziehen. Regen kommt erstmal nicht mehr nach. Und ja, genießen. Einfach nur genießen. Und ich hoffe, dass wenn jetzt die das noch ein bisschen weiter wegzieht, dass man dann diese Crawler, diese ganzen Verästelungen im Blitz, dass man die noch etwas besser sieht. Nichts dagegen, wenn es nächste Woche, Richtung Wochenende wird es noch mal ein bisschen wärmer, wenn es vielleicht Anfang nächster Woche noch mal einen Nachschlag gibt an Gewitter, da habe ich jetzt nichts gegen. Wenn das hier der Saisonabschluss gewesen sein sollte, dann ist der mal absolut mehr als würdig gewesen, hundertprozentig. So, ich mach die Kamera mal noch ein bisschen höher.
Ja, die Luft ist natürlich noch feucht. Klar, es hat geschüttet. Aber das ist jetzt schon mal ein ganz anderes Temperaturgefilde. Und ich freue mich nachher, die Bude lüften zu können. So, da haben wir es. Unwetterschäden in Neuwied. Keine Bedienhandlung im Stellwerk möglich. Hat mir der Philipp gerade geschickt. Der hat Nachtschicht. Ja, dann ist da wohl irgendwo der Blitz reingehämmert. So sieht das Ganze jetzt aus. Ne? Es ist jetzt alles östlich von uns. Das ist ein großer Klops. Im Prinzip von Siegen bis hinter Frankfurt. Und der Regen entfernt sich auch zusehends. Ja, ein bisschen was kommt noch nach. Das ist aber jetzt alles erstmal nicht tragisch. Ja, ich würde sagen, ich schneide euch noch die Highlights. Ich schneide euch noch die Highlights aus dem, was am Blitzen jetzt noch kommt, zusammen. Wenn die Aufnahmen dafür fertig sind, dann werde ich die Heimfahrt antreten. Das ist ja nicht weit, so 20 Minuten. Morgen habe ich auch noch mal einen Tag frei, aber morgen passiert mit Gewitter nichts mehr. Danach habe ich 4 Nächte. Ja, ihr guckt euch jetzt noch ein paar schöne Blitze, Crawler und so an. Solche Dinger meine ich. Und dann, ja, haben wir auf jeden Fall ein würdiges Gewitterchasing begangen. Schade, dass ich alleine unterwegs war. Das Erlebnis gemeinsam zu teilen, wäre natürlich jetzt absolut, wäre noch die Endstufe gewesen. Aber so haben wir das Beste rausgeholt. Wir lagen mit unserem Standort richtig gut. Und ja, ich denke, wir können auf jeden Fall zufrieden dann gleich die Heimfahrt antreten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Jagd, Gewitter immer gut und sicher. Kommt von allen Gewitterjagden immer gesund wieder zu Hause an. Bis zum nächsten Mal und ciao.